Vielen Dank für diese super Performance. Ich weiß nicht, ob ihr fühlen könnt, wie das für uns Laien hier so ist, wenn wir hier plötzlich reden sollen. Es ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl, aber wir machen es. Und ich möchte mit einem Satz beginnen. Und sie bewegt sich doch. Als ich diesen Satz vor vielen Jahren las, wie ich jung war, da dachte ich mir, boah, bin ich glücklich, dass ich in einer Zeit lebe, wo man der Erkenntnis folgt. Nachdenklich wurde ich dann bei Semmelweis. Ihr kennt ja den Gynäkologen Semmelweis, von dem die Medizin so ganz stolz berichtet, was der nicht alles geschaffen hat. Habt ihr gewusst, dass Semmelweis Zeit seines Lebens angegriffen wurde? Dass ihn die Kollegen versucht haben zu denunzieren, dass Semmelweis unter sehr mysteriösen Umständen gestorben ist. Man hat ihn für verrückt erklärt. Und erst viele, viele Jahre später hat man seine Beobachtungen zu einer Erkenntnis erhoben. Ich möchte euch hier etwas vorlesen von Semmelweis, denn es erinnert mich an etwas, was wir jetzt auch gerade durchmachen. Sein Brief von ihm. Ich trage in mir das Bewusstsein, dass seit dem Jahr 1847 Tausende und Tausende von Wächterinnen und Säuglingen gestorben sind, welche nicht gestorben wären, wenn ich nicht geschwiegen hätte, sondern jeden Irrtum, welcher über Purpuralfieber, das war dieses Kindsbettfieber, verbreitet wurde, die nötige Zurechtweisung hätte teilwerden lassen. Das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten. Und denn jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindsbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Für mich gibt es kein anderes Mittel, dem Morden Einhalt zu tun, als die schonungslose Entlarvung meiner Gegner. Und niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich tadeln, dass ich diese Mittel ergreife. Das war ein Brief von Semmelweis. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Kollegen gegangen ist. Der nicht nur versucht hat, die Erkenntnis zu verfolgen, sondern gegen jene gekämpft hat, die eigentlich genau das Gleiche tun sollten wie er, nämlich der Erkenntnis folgen. Und ich habe jetzt ein paar Namen rausgesucht und ich möchte über die Verbrechen dieser Namen oder dieser Herrschaften berichten. Ein Herr Herbert Niedelmann, er war Universitätsprofessor und publizierte im Jahr 1979 im New England Journal of Medicine, dass er einen Zusammenhang entdeckt hat zwischen Blei und dem IQ von Kindern. Ihm fiel auf, dass jene Kinder, die viel Blei in den Milchzähnen hatten, dass die einen sehr schlechten IQ-Test hatten. Und als er das versuchte, dann publik zu machen, was kam? Er wurde als Verschwörungstheoretiker, als ein Arzt, der, nennen Sie jetzt einmal schön, der sein Studium gewonnen hat. Er wurde von verschiedensten Instituten wie den Environmental Protection Agency, Office of Scientific Integrity, National Institute of Health lächerlich gemacht. Nur weil er darauf aufmerksam machte, dass Blei eine schädigende Wirkung haben möchte. Dazu muss man wissen, dass bis zu diesem Jahr das Blei in Malfarben, Benzin in wahnsinnig vielen Produkten enthalten war. Aber er ist nicht der einzige Verschwörungstheoretiker. Rachel Carson, ihr Verbrechen war es, dass sie die schädliche Wirkung von Dichlor-Diphenyl-Trichlorethan, ihr kennt das wahrscheinlich als DDT, publik gemacht hat. Da sie lesbisch war, hatte man sie bezeichnet als ein hysterisches Weib. Und ihr Verbrechen bestand nur darin, den Medizinern klarzumachen, du, vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir das DDT als Läuseprophylaxe einsetzen, als Malaria-Prophylaxe.
Wieder lehnte sich das ganze medizinische Establishment gegen diese unter Anführungszeichen Verschwörungstheoretiker. Ein weiteres Beispiel. Ellie Stewart, Ärztin, sie hat es gewagt, herauszufinden, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der hohen Krebsrate bei wohlhabenden Eltern oder bei Kindern aus wohlhabenden Familien und der Röntgenuntersuchung. Bis zu dem Jahr 1940 hat man das Röntgen sehr kritiklos eingesetzt. Man hat Menschen, wenn sie sich Schuhe kaufen gingen, einfach gerönt. Und plötzlich kam es zu einer erhöhten Rate von bösartigen Tumoren, hauptsächlich bei Wohlhabenden. Sie hat es publiziert und was war der Dank der Scientific Community? Sie wurde eben als lesbisches Weib tituliert, ihr wurde die Berufsberechtigung entzogen und erst 25 Jahre später hat man ihre Erkenntnis dann gebilligt. Eine weitere Virologin, auch eine Verschwörungstheoretikerin, Bernice Eddy. Sie war am National Institute of Health beschäftigt und konnte nachweisen, dass im Impfstoff gegen die Polio ein Virus, ein Affenvirus zu finden war, den man bis dato noch nie im Menschen isoliert hat. Als sie ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam machte, hat man sie einfach gekündigt. Es kam, obwohl die Laboratorien wussten, dass also dieser Impfstoff, dieser Polio-Impfstoff problematisch ist, kam es trotzdem zur Ausrollung des Impfstoffes. Über 200.000 Menschen wurden damals mit diesem Virus, diesem Affenvirus, infiziert. 70.000 erkrankten und viele Hunderte blieben mit bleibenden Schäden. Es war ihr nicht möglich, die wissenschaftliche Gesellschaft zu überzeugen, dass diese Kontamination mit dem Affenvirus eine Gefahr darstellt. Erst 1996 fanden dann Forscher heraus, dass unser Genom mit diesem Virus komplett durchseucht ist. In über 23% der menschlichen Blutproben findet man jetzt dieses Virus, was eigentlich immer nur bei Affen vorhanden war. 45% der Spermaproben sind positiv. Und wisst ihr, wofür man dieses Virus im Labor verwendet? Es ist das SV40-Virus. Dieses Virus verwendet man dafür, um künstliche Tumore bei Versuchstieren zu erzeugen. Das ist, was wir jetzt in unserem Genom tragen, aufgrund einer vertuschten Polio-Impfung. Sie hat es vor 30 Jahren publik machen wollen und wurde nur als Verschwörungstheoretiker abgetan. Gut, ich habe hier noch einen letzten. Wir könnten diese Liste jetzt ewig fortsetzen und ich möchte euch dann erklären, worauf ich hinaus will. Wir haben hier Anthony Morris, ein Bakteriologe. Der wagte es, seinem Vorgesetzten zu sagen, den liebe Leuten, irgendwie die Impfungen, an denen ich arbeite, die haben ja keinen Nutzen. Es war die Schweinegrippe-Impfung. Man riet ihm, er soll den Mund halten, sonst verliert er seinen Job. Er hat den Mund gehalten und öffnete ihn erst dann wieder, als es nach der Impfung zu vermehrten Auftreten von neurologischen schweren Erkrankungen kam. Was war die Folge für ihn persönlich? Seine Laboratorien wurden geschlossen, er durfte nirgendwo mehr publizieren und wurde vom NHA, National Institute of Health, entlassen. Ich könnte euch diese Liste jetzt ewig fortsetzen. Das sind die Peers und die Konstantinas aus der Vergangenheit. Das ist nämlich nicht etwas, wo die Medizin ein Einzelproblem hat. Das ist generell ein Problem in unserer medizinischen Gesellschaft. Es regiert nicht die Erkenntnis, es regiert nicht die Wissenschaft, es regiert nur das Geld.
ganz deutlich wird das sichtbar bei einem der letzten Kündigungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von, Moment, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich tue mir immer schwer mit Namen, Peter Götzsche. Peter Götzsche war der Gründer der Cochrane Library. Ich habe euch schon ein paar Mal was über die Cochrane Library erzählt. Das ist eine Datenbank, die gegründet wurde von Ärzten, weil ihnen am Nerv ging, dass es in der Medizin so unwissenschaftlich zugeht. Vor über 20 Jahren taten sich dann Leute zusammen wie Peter Götzsche und sagten, du passt auf, wir brauchen einen Biologen, einen Mathematiker, einen Mediziner, einen Physiker, die alle zusammen die Köpfe anstrengen und sich die bestehenden Publikationen, sich die bestehenden Therapieempfehlungen genau ansehen und sie evaluieren, ob sie wirklich auch einen Sinn machen. Das war vor 20 Jahren die Geburtsstunde der Cochrane Library. 2018 wurde Peter Götzsche gekündigt, von wem? Von Bill Gates, weil er sich kritisch zu einer Impfung aussprach. Das ist es, wie es in der Medizin zugeht. Und wir haben hier drüben die Polizei stehen und ich muss mich bei euch vielmals bedanken. Ihr macht einen super Job, aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr zu einem Tatort kommt und ihr seht den Verbrecher, der mit dem Messer zusticht und ihr versucht dann zu eurem Vorgesetzten zu gehen und ihm zu sagen, du pass auf, wir haben den Verbrecher gesehen, wir haben gesehen, was er gemacht hat und das Einzige, was ihr dann von eurem Vorgesetzten hört, ist, du bist der Wahnsinniger, du bist der Rechtsextremer, du bist der Verschwörungstheoretiker, egal was. Wie fühlt sich sowas an? Und ich erlaube mir die Frage, mir selber zu beantworten. Es fühlt sich schlecht an. Und genau deswegen stehen wir hier. Und solche Beispiele wie die Konstantina oder wie der Peer, das soll für euch etwas sein, wo ihr wachgerüttelt werdet und anderen Menschen helft, klarzumachen, dass wir ein höchst korruptes Medizinsystem haben, eine Medizinwissenschaft. Ich habe euch hier ein paar Bücher mitgebracht und das ist auch nur die Spitze des Eisberges. Zu dem Thema gibt es nicht nur Bücher, nicht nur Dokumentationen. Es gibt wahnsinnig viel, aber es wird nur dann eine Kraft bekommen, wenn wir miteinander in Liebe aktiv werden. In diesem Sinne, alles Liebe. Wir fokussieren uns aufs Tun und ich höre immer wieder verschiedene Namen. Ihr hört Corona-Datencheck, ihr hört ICIs, ihr hört Schlag mich los. Bitte, bitte, es geht uns nicht um Namen. Wir sehen auch Corona-Datencheck zum Beispiel oder Factbook-Fans nicht als ein Eigentum an, sondern diese Dinge bekommen nur eine Kraft, wenn wir aktiv werden. Wieso haben wir Factbook-Fans gegründet? Wir versuchen uns seit vielen Monaten Menschen ins Tun zu bekommen. Wir haben das zum Beispiel probiert mit Microsoft, hat nicht geklappt. Wir haben es probiert mit Google, hat nicht geklappt. Jetzt probieren wir es mit Factbook-Fans, das ist eine Seite, die ist so aufgebaut wie Facebook. Und wir versuchen dort Menschen eine Anleitung zu geben, dass sie miteinander ins Tun kommen. Das heißt, dass man dort nicht Fotos macht von sich selber, was man das beim letzten Urlaub gegessen hat, sondern
dass man sich überlegt, du, wenn ich jetzt was poste, wie kann ich da dem anderen helfen? Das heißt, weg von diesen Ego-Spielchen, hin zum Internet der Menschen, Menschen für Menschen. Und diese Plattform wird natürlich nur dann Leben bekommen, wenn ihr sie besucht, wenn ihr ein Verständnis entwickelt, dass nicht gleich alles super toll klappen kann. Wenn ihr konstruktiv euch dabei beteiligt, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr Fehler seht auf der Plattform, sie uns mitteilt, Geduld habt, dass das natürlich dauern wird, bis man das ändert. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Aber Ziel dieser Aktivitäten ist nicht, dass man dann sagt, ha, da ist eine neue Plattform, ein neues Facebook oder was, sondern Ziel ist, dass wir Menschen miteinander uns auf Augenhöhe austauschen. Und egal unter was für einem Namen das dann passiert, Hauptsache es passiert. Die nächsten Schritte, die jetzt auf Factbook.fans stattfinden, sind, dass eure Spenden, die hier reinkommen, und dafür auch vielen Dank, dass die dort einmal öffentlich publiziert werden und es wird dort genau publiziert, wofür das Geld verwendet wird, damit ihr auch seht, dass dieses Geld nicht für irgendeinen Schwachsinn sozusagen utilisiert wird. Das sind so die Dinge, die jetzt gerade ablaufen. Noch einmal, wir sehen das nicht als irgendein Ego-Spielchen von Corona-Datencheck oder von irgendeiner Organisation. Ich glaube, wir alle fühlen uns als Menschen und wir sind den Menschen verpflichtet.